eine der größten Propagandamaschinen im internationalen Äther gegen alles und jeden funkte Radio Tirana seine Auffassung des Kommunismus, der, wie man glaubte, einzig richtigen. Spätestens nach 1978, nach dem Bruch mit dem letzten Verbündeten China, stand man alleine da, gewollt. Und man hatte der Welt viel zu sagen. Auf Kurz- und Mittelwelle posaunten riesige Sendestationen mit großer Leistung, Andrew Hodges Weltanschauung in 22 Sprachen an 66 Stunden pro Tag in die Luft. Selbst der Sowjetunion war das zu viel, sodass die Sendungen aus Albanien so gestört wurden, dass kein Sowjetbürger die Sendungen mehr hören können sollte. Mal eine kleine Kostprobe gefällig? Bitteschön. Die Verheerungen, die Zerstörungen, die großen Menschenverluste, die diese Rüstungen erlitten hatte, all das erforderte die soziale Mobilisierung der Kader und der Massen für ihre Konsolidierung und für ihren Fortschritt. Nur zuletzt ließ sich bei vielen Planern ein charakterlicher und moralischer Verfall feststellen. Auf der anderen Seite war es so, dass die größten wahnsinnigen Elemente mit ihrem Wurfhaus und ihrem Boden um den Ruhm der gewonnenen Schlachten, in den Ausstattungen und Familien, wovon es viele andere unsichtbare und falsche Anschauungen die Wachsamkeit der Partei einschläfert, die größenwahnsinnige Kräfte in der Armee, die ihre übermächtige und arrogante Herrschaft auch auf die Partei ausdehnte und so deren proletarischen Charakter veränderte. Seit Anfang der 90er Jahre ist aber Schluss damit. Der Kommunismus fiel, die Sendezeit von Radio Tirana wurde massiv zusammengestrichen und übrig blieb ein Programm in 7 Sprachen, das mal mehr, mal weniger gut über die alternden Antennen und Sender geschickt wurde. Damit ist aber jetzt auch Schluss, plötzlich und unvermittelt. Denn eigentlich war für den Sommer alles vorbereitet. Sendepläne wurden erstellt, die Frequenzen wurden international registriert. Doch am Dienstag kam dann ein Schreiben des Generaldirektoriums vom Albanien.